Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Ligastart. Ich hoffe, ihr hattet auch einen coolen Ligastart, so einen perfekten Ligastart, wie wir ihn hingelegt haben. Also ich bin wirklich, wirklich ultra, ultra zufrieden, muss ich sagen. Rührt sicherlich daher, dass ich erstmal, wie so oft, die Liga da total verpeilt habe. Am Freitag, dass sie am Samstag... Oh Mann, X-Server. Hakelt wieder ein bisschen, dass die Liga überhaupt begonnen hat. Und deswegen war ich ja total überrascht am Samstag. Oh Gott, Ligastart. Aber so ultra, ultra spät. Also irgendwie mitten in der Nacht fangen alle Clankriege an. Das heißt also, mitten in der Nacht, damit meine ich, also mit alles alle meine ich, wir spielen 2x30 und 2x15. Hier in Totos Bande spielen wir 30er. Beim Clan Deutschland Ad spielen wir auch eine 30er Herausforderer und Free-to-Play sind mit 15er dabei, also wie vorher auch. Und das ist schon mega. Und ich kann euch sagen, von den 30, 60, 90 Angriffen, die wir ja eigentlich haben, also jetzt wenn wir jetzt alle vier Clans mal zusammenrechnen, haben am ersten Tag 88 Leute angegriffen. Das ist mega, oder? Das ist eine Quote, würde ich sagen. Die kann sich sehen lassen. Und das ist eigentlich auch genau das, worauf es mir ankommt. Mir kommt es hier nicht auf 3 Sterne an oder auf Mega-Angriffe oder was auch immer, sondern dass alle mitmachen. Dass alle mitmachen. Clanbogen waren alle gefüllt. Auch super Sache. Ich meine, so ein bisschen habe ich gestern Abend noch ein bisschen nachgeschoben. Mit irgendeinem Clan nochmal fix gerade mal in die Game-Tasche reingeballert. Damit noch die, ich sag mal so, die Reste frei oder die Reste noch gemacht wurden. Und vermutlich ist meine nur leer geblieben, weil ich kann sie mir nicht selber befüllen. Und ich bin diesmal tatsächlich im Clan Deutschland Ad mit keinem einzigen Account dabei. Denn ich habe die 14er oder 3 14er noch im Clan Herausforderer gelassen. So als Backup für 15er, den ich angreifen. Aber im Moment muss ich das Backup nicht ziehen. Und was natürlich super ist. Und dementsprechend gehen wir aber sowieso mal durch die Clans durch. Also erster Spieltag hier bei den kleinen, bei der kleinen Bande gewonnen. Haben wir, glaube ich, gewonnen. Ja, den zweiten verlieren wir super, super hart, weil hier da doch so ein bisschen, ihr seht, dass auch hier die Hit-Up-Woche ist. Obwohl die Bases hier, ihr habt es gerade gesehen, sowas von dermaßen auch gerusht sind. Ich meine, Uschi ist ein Rathaus 10 und hat hier jetzt gerade ein Rathaus 13, glaube ich, weggefegt. Aber die Def war ja unterirdisch schlecht. Aber auch gerade so, ne? Also jetzt super dominant war das nicht. Aber letztendlich haben wir das hier schon öfter gehabt. Ich glaube, der Rocky hat das hier auch gehabt. Auch Rathaus 10 auf Rathaus 12. Also das darf man nicht verkennen. Die Base ist viel größer. Sie hat eine Adlerartillerie. Sie hat einen X-Bogen. Mehr als ein Rathaus 10er. Hat die etwas stärkeren Infernos und die Base, so schlecht sieht sie jetzt gar nicht aus. Also da habe ich schon Schlechteres gesehen. Hier mit Blitz ist meine Mitte alles weg. Ich mache euch das mal nicht. Naja, ich mache euch das am Ende ein bisschen schneller, sonst komme ich mit der Zeit nicht ganz hin. Aber auch das hier, Rathaus 10 auf Rathaus 12, finde ich einfach mega. Und finde ich auch super, dass die Leute hier so gut mitmachen. Die Clanburgen beim Gegner waren häufig mit den super, super Babydrachen befüllt. Die kann ich ehrlich gesagt schlecht einschätzen. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen in Clanburgen. Hier jetzt das erste Mal wieder seit langem. Aber so dolle sind die jetzt nicht. Allerdings, wenn die sich natürlich erstmal auf den König oder auf der Königin festschießen und den dann wegbrennen in eins durch, weil jetzt keine Hexe oder Magier dahinter ist, die wegmachen können. Aber ich denke mal, schönes Ding hier von Rocky. Von Rocky auf die Nummer, ja, auf sein Gegenüber sogar. Und ich glaube ja eben von Uschi, das war ja auch der Gegenüber. Das war jetzt auch nicht so deutlich, aber es war einfach ein cooler Angriff. Und wir machen hier die Sterne und bleiben auf jeden Fall hier im Clan auf jeden Fall am Ball.
Und ja, im Moment, ich meine, wir kriegen natürlich heftig auch auf die Nase, das ist kein Ding, aber wir machen auch unsere Sterne und das ist super, super wichtig. Klar, im Moment sind wir noch Zweiter, das wird sich sicherlich ändern. Ich hoffe, dass wir nicht aufsteigen, sondern nur die Liga halten, denn wir sind hier unten wirklich rar bestückt, also unten Chief Alex und die ganzen Highs hier bis Farnsworth. Sven, alles noch Rathaus 9er, die ja zwar ein bisschen höher müssen, aber wie gesagt, wir machen hier unsere Sternchen. Okay, so dann gehen wir mal zum nächsten Clan rüber. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den, ich nenne ihn immer so Gastclan, also nach Deutschland Ed rein. Hier habe ich nur den Bender. Ja, den Bender habe ich jetzt endlich mal auf dem neuen Tablet hier integriert. Ich glaube, im vorletzten Livestream war es, im letzten Livestream. Ja, okay, die Nummern gegenüber habe ich jetzt schon wieder so ein bisschen hier rausgelesen. Die Nummern gegenüber sind nicht wirklich reserviert, Leute. Wenn ihr hier eine reservierte Nummer haben wollt, dann macht einfach ein Fähnchen dran und schreibt dran, den mache ich. Ja, so würde ich es jetzt machen. Und ich weiß gar nicht, warum der Kollege hier nicht angegriffen hat im ersten Clankrieg. Aber die anderen alle, ich gucke jetzt mal gerade Rathaus 11 auf. Was ist das hier? Rathaus 12, okay. Ja, gucken wir uns an. Mal sehen. Und ich habe bisher auch noch nicht so ultra viel gesehen von den Clankriegen hier, außer jetzt meine Angriffe, die ich natürlich gemacht habe, weil im Moment ist noch Zeit eng. Ich habe ja ab der nächsten Woche Urlaub oder ab Samstag Urlaub und würde ganz gerne auf der Arbeit noch ein paar Baustellen abbauen, wie das halt so ist, wenn du erstmal dann ein bisschen verschwindest von der Arbeit, dass deine Kollegen nicht die Vollkrise kriegen, um deine Projekte da noch mit fertig zu machen, beziehungsweise dass man irgendwo offene Baustellen hat. Ich mache die immer gerne weg, sodass sich meine Kollegen mit ihrem Fokus auf ihre Sachen setzen können und nicht noch in meinem Urlaub dann mit meinen Sachen belastet werden. Deswegen mache ich da im Moment ein bisschen mehr und bin auch nicht immer hier. Das kommt noch dazu. Und deswegen ist es im Moment sehr rar gedünnt, die Zeit, die ich hier mit mir jetzt nehme, auch jetzt knappe 17 Uhr. Ja, so ist das nun mal. Was willst du machen? Ich gucke gerade, was er eigentlich macht. Ah, das ist ein reiner Miner-Angriff hier. Okay, ein reiner Miner-Angriff. Noch so ein paar Hocks da, die da aus der Clambo kamen, also aus dem Flamefinger. Glaube ich, war es ja Flammenschleuderer und jetzt geht das Plane hier durch. Hat aber wirklich Lack, dass die Heiler noch leben. Kriegen jetzt allerdings auch ein bisschen Beschuss, aber man sieht die überhaupt nicht. Ne? Man denkt hier, ist gar nichts da. Wo sind die ganzen Tunneler hier? Ja, die tunneln sich natürlich unter Tage und haben sich jetzt auch ein bisschen aufgeteilt. Nervige Skelette, gerade Skelette nerven die unheimlich ab. Aber jetzt seht ihr schon hier jedes Mal, wenn die auftauchen, super. Dass noch so ein paar von ihnen geheilt werden. Warden ist auch noch voll da. Er kann ihn sogar immer noch jetzt noch zünden. Ich weiß gar nicht, warum er den so spät zündet oder er wollte halt den Gegner hier noch ein bisschen pain. Dass er jetzt hier Hit upt und sogar ja, den Warden zweckt. Auch nicht schlecht. Echt cool. Mal sehen, ob er das wirklich macht. Weil jetzt ist so gut, ja, jetzt sind sie wieder in der Aura. Man muss natürlich auch gucken, dass noch reichlich in der Aura ist. Ich hätte ihn jetzt ja nochmal gezündet, ne? Er macht auch, okay. Gerade am Bombenturm, oder das sind ja zwei Bombentürme und der Magierturm, die da gerade massiven Schaden gemacht haben. Aber guckt euch das mal an, die sind immer noch da, ist auch immer noch meine Meinung. Meine Meinung ist, die Miner sind zu stark. Ganz klar, schöner Angriff hier von Sven TR11 auf die Nummer, ja, auf sein Gegenüber. Rathaus Level 12, schöne Attacke hier im Clan Deutschland Ed und hier sind wir ganz gut dabei. Jo, wir sind sogar Erster vor den Real Trump. Okay, auch nicht schlecht. Ich hoffe, wir halten die Liga hier. Also ich habe das jetzt eben schon im Clan Totus Bande gesagt. Ich hoffe, wir halten die Liga dort und ich hoffe, wir halten die Liga auch hier.
spielen aber gerade gegen Rainbow. Das ist, oh gut, die sind Vierter, ne? Nicht weit weg, würde ich sagen. Und die haben ja auch noch reichlich Attacken. Aber wir haben auch mal einen 15er dabei, den Lukas da oben. Allerdings noch nicht so gut ausgebaut. Okay, nächster Clan. Free-to-Play. Mal sehen, was bei Free-to-Play geht. Bei Free-to-Play ist volle Hit-Up-Woche. Also von unten nach oben. Und der ein oder andere hat auch schon den Geist, hätte ich mal fast gesagt, aufgegeben. Ja, ist alles nicht so schlimm. Wenn man hier mal eine Nullnummer holt, Mensch, ist auch, ja, da können wir noch mit leben. Aber ihr seht das hier unten. Gurke ist die letzte im Bunde bei uns mit Rathaus Level 12 und dann kommt beim Gegner schon 13. Das heißt also, aber auch die fehlen mal. Ne? Mal Kontrollverlust der Leitung. Aber wenn die dann zuschlagen, haben wir in der Regel hier oben nicht wirklich Schnitte. Ich guck mal, wie der Nachtschatten das hier gelöst hat als 13er. Das ist Nachtschatten 5, okay. Mit dem, was er eigentlich kann. Jo, mit einer Blimp. Mal sehen, wie weit die Blimp kommt. Jawohl. Zwei Drachen in der Clanbuch, okay. Eine fiese Geschichte, aber die sind erstmal noch ein bisschen abgelenkt und wissen jetzt gar nicht, okay, wir fliegen weiter. Alles klar. Wir fliegen weiter. Bekommt das Rathaus und bekommt er den in der Mitte auch noch. Ja, den kriegt er auch noch, den Monolithen. Und dementsprechend schön geklärt hier die erste Front hier. Ich habe auch gleich noch einen schönen Angriff aus den Herausforderern. Den habe ich heute Morgen, glaube ich, gesehen. Allerdings auch in der Wiederholung und nicht live. Ich kriege hier im Moment live so gut wie gar nichts mit. Weil, ich meine, wenn du nicht spielst, kriegst du live auch nichts mit. So einfach ist das. Ich hoffe, es freut euch trotzdem, dass ihr ein bisschen was von mir hört und ein bisschen was von mir seht. Und so, dass wir hier auf jeden Fall weiter eine schöne Restwoche haben in der Liga. Also sie hört ja dann am Samstag auch wieder auf, pünktlich zu meinem Urlaubsstart. Hurra! Aber im Urlaub will ich wieder ein bisschen mehr machen. Ihr kennt meine Dauerbaustelle, mein Zimmer hier unterm Dach, was ich jedes Jahr versuche aufzuräumen in meinen Urlauben. Und es gelingt mir nie. Es gelingt mir nie. Irgendwie gehe ich dann immer mit Begeisterung ran. Ja, so erster Urlaubstag, jetzt aber Gas. Das lässt aber auch genauso hart danach. Ja, das lässt genauso hart nach. Und da muss ich mich einfach mal wirklich zu zwingen, jeden Tag wenigstens ein bisschen zu machen, weißt du? Wenigstens jeden Tag, ich sag mal, so eine Fuhr. Ich habe hier oben ganz, ganz viel Müll bei mir unterm Dach. Der muss einfach mal weg. Und einfach mal sich sagen, okay, ich mache jeden Tag mindestens einmal das Auto voll und bringe den ganzen Kladderadatsch mal weg. Und wenn ich dann halt nichts mehr mache, mache ich wenigstens jeden Tag ein kleines bisschen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ich dann am Ende meines Urlaubs auch ganz zufrieden bin, so nach dem Motto, jo, jetzt hast du endlich mal ein bisschen was geschafft. Denn weg geht's nicht, außer so ein paar Tagestouren, die wir sicherlich machen werden. Aber es geht erstmal jetzt in den ersten Wochen, die ich Urlaub habe, nirgendwo hin. Und hat aber schön gemacht hier. Schade, okay, der Adler, wenn der Adler nicht die ganze Zeit geballert hätte, hätte das hier noch ein bisschen, noch mal eine kleine Ecke besser werden können, tatsächlich. Die vermöbeln den King da hinten auch noch ordentlich. Und dann legt er auch noch schöne Prozente hier hinten dran. Sehr cool. Aber wie gesagt, ich habe hier im Moment sehr, sehr wenig gesehen und bin eigentlich froh, dass ich es wenigstens mal zu einer Aufnahme schaffe. Jo. Und hier bei Free-to-Play halten wir in jedem Fall die Liga auch, denke ich mal. Wir sind jetzt Fünfter, haben aber auch einen Clankrieg mittlerweile gewonnen. Und dieser hier, ich glaube, der geht an den Gegner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben jetzt 7 Angriffe mit 14 Sternen. Aber sie haben da unten halt auch eine Nullnummer gemacht. Die muss man dann auch erstmal mit anderen Sternen wieder rausholen. Mal sehen. Aber den ersten haben wir auch hier gewonnen. Also eigentlich alles super. Alles perfekt. Ich bin wirklich überrascht, muss ich sagen. Ich bin wirklich, wirklich überrascht, Leute, wie hier alle ihre Angriffe machen. Das ist ja nicht, das ist ja bei uns nichts Selbstverständliches, so muss ich es mal sagen. Aber auch hier haben alle ihren Angriff gemacht am ersten Tag. Es gibt keine Notwendigkeit, im Moment jemanden zu tauschen, also alle 15er dabei. Auch die, wo ich gedacht habe, okay, das könnte nochmal eng werden, beziehungsweise
Das könnte nochmal, ich muss mal gerade gucken, ich hatte mir einen rausgeguckt, ich glaube aber, es war eher der hier, oder? War das der von Sabo oder von Proxy? Einer von beiden war es. Widerliche Base, okay. Und deswegen sehe ich im Moment keine Notwendigkeit, hier die 14er einzutauschen. Ich hatte erst noch zwei Leute, da kannte ich den Status noch nicht so ganz, ganz genau. Und zwei konnte ich sowieso tatsächlich rausnehmen und wir waren selbst dann noch genug 15er hier. Bombe, also echt super. Ich hatte vorher schon gesagt, ich glaube, ich lasse die Liga mal Liga sein. Wir spielen nicht, weil irgendwie kam das ganz, ganz schleppend ja aus dem Quark. Dann haben noch 7 Leute bei Bande gefehlt und bei den Herausforderern, aber es hatte sich ja ein bisschen was gefunden über den Kanal, über den YouTube-Kanal, sodass noch ein paar auch bei Deutschland.at ein CWL zu Hause gefunden haben und wirklich mit dem letzten Battlen hier im Livestream sind dann auch noch die letzten Plätze hier belegt worden und wir haben halt, muss man sagen, sehr, sehr spät gestartet. Gestreamt habe ich auch gestern nicht. Vorher den Tag habe ich habe hier im Moment ein bisschen Probleme teilweise mit meinem Internet, meinen Internetleitungen. Flapped, so heißt das. Und ich habe Paketverluste und wenn ich Pakete verliere und sehe das schon vorher, dann muss ich keinen Stream anwerfen, weil der wird nicht laufen oder ständig abbrechen. Und dann hat das Ganze keinen Zweck und keinen Sinn. Ich bin dann noch ein bisschen so in der Analyse, warum das manchmal so ist. Ich habe hier alles eigentlich schon gecheckt. Umgestellt habe ich ja jetzt nichts. Könnte dann höchstens mal beim Provider nachfragen, was los ist, warum die Verbindungen so häufig getrennt werden und oder die Wiederverbindung ins DSL dann manchmal so lange dauert. Schön gemacht hier, schöne Blimp, aber hat Stratos noch nicht bekommen. Okay, hat er sich bestimmt geärgert. Wollte er bestimmt auch noch mitnehmen. Und muss hier allerdings jetzt auch die ganze Base entlang fliegen. Der ist ja schön abgelenkt, ne? Der Monolith ist schön abgelenkt von den paar Bogenschützen da unten. Ping, ping, ping. Dementsprechend macht er auch wenig Schaden, weil er jedes Mal neu aufladen muss. Pro kleiner Bogenschützin. Und jetzt muss sie irgendwie die Masse machen. Er hat aber auch noch den Roll-Champion da außen am Laufen. Ganz, ganz späte Zündung des Wardens. Babydrache kommt noch unten mit hinzu. Das Rathaus ist immer noch da. Sag mal, wer macht das Rathaus? Frage ich mich jetzt gerade. Wer hat hier das Rathaus gemacht? Okay, der Roll-Champion mit keinem Loon. Da kommt noch der Babydrache dazu. Boah. Okay, geht's noch knapper oder was? Mann, Mann, Mann. Wirklich mit dem letzten Schuss vom Roll Champion hier die Base niedergemacht. Sehr, sehr schön. Auch hier bei den Herausforderern sieht es sehr, sehr gut aus. Wir sind im Moment Vierter. Das ist ja, Liga halt absolut perfekt. Ich bin eigentlich, brauche ich auch gar nichts mehr zeigen. Ich hätte mich auch hinsetzen können, hätte sagen können, hey Leute, unsere Liga hatte einen perfekten Start. Ich hoffe, ihr hattet auch einen perfekten Ligastart und ärgert euch nicht über die vielen unter Umständen Mismatches, die ihr da draußen wieder überstehen müsst. Ich bin auf jeden Fall bei euch und denke da an euch. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und bitte, bitte auch ruhig am Kanal dranbleiben. Auch wenn im Moment nicht ganz so hart jeden Tag Content kommt, vergesse ich auf jeden Fall nicht, dass ich als Hobby Clash of Clans spiele. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, euer Toto. Clashed.